Kremlführer Wladimir Putin. Wir alle glauben zu wissen, wer er ist und wie er aussieht. Wie tickt der Mann? Doch ist tatsächlich immer Wladimir Putin drin, wenn Wladimir Putin draufsteht? Es gibt erhebliche Zweifel daran, dass es nur ein Gesicht des Bösen gibt. Wladimir Putin bedient sich offenbar diverser Doubles. Wir machen mal den Bildbeweis. Wladimir Putin zu Besuch im besetzten ukrainischen Gebiet. So zeigt der Kreml den Russendiktator vor wenigen Tagen. Aber ist das wirklich Putin? Neue Zweifel kommen auf. Die Botschaft, die der Kreml verbreitet, ist klar. Putin, der starke Mann, besucht Kriegsgebiete im Osten der Ukraine. Er schüttelt Hände, spricht mit ranghohen Offizieren. Doch Skeptiker werden immer lauter, Stimmen, die sagen, dieser Besuch ist ein riesiger Fake. Indizien dafür gäbe es genug. Der ukrainische Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine ist überzeugt, dieser Putin ist ein Double. In einem TV-Interview sagt er, das war nicht der echte Putin. Putin ist ein verängstigter Mann. Um mit dem echten Putin sprechen zu können, muss man mindestens 10 bis 14 Tage in Quarantäne. Schon Ende März rätselten Experten bei Putins angeblichem Besuch auf der Krim. Der Russendiktator wirkte gebrechlich, unsicher, fast krank. Schon bei diesem schwächlichen Auftritt wurde gemutmaßt, ob hier ein Doppelgänger unterwegs ist. Der Kreml dementiert, Putin nutze keine Doubles. Ob Doppelgänger oder nicht, auf jeden Fall eine riesige inszenierte Show. So, dann gehen wir doch mal rein in die Putin-Kunde direkt. Und zwar richtig dicht dran. Das sind zwei verschiedene Wladimir Putins, die uns der Kreml innerhalb der ersten Monate dieses Jahres präsentiert hat. Und dann schauen wir doch mal einfach auf ganz einfache Merkmale. Zum Beispiel die Ohren. Da gibt es hier unten einen Muschelansatz. Das ist ein bisschen undeutlich. In diesen Fotos kann man nicht viel größer ziehen. Aber hier gibt es den Ansatz der Ohrmuschel mit Falten. Das ist in diesem Bild völlig anders. Hier sehen wir sehr, sehr deutliche Falten, die von oben kommen. Und was sehen wir hier? Keine Falten. Also, das könnte Geburtsdoc sein. Hier, die Nasenwurzel ist eine andere als hier. Der Nasenbogen ist ein anderer als hier. Und dann gibt es immer noch so Merkmale wie Abstand, Ohr und Nasenwurzel. Das ist komplett unterschiedlich. Also, das sind definitiv zwei verschiedene Wladimir Putins. Und die Frage ist ja eigentlich, wie viele Putins gibt es denn da überhaupt? Das, was wir wissen und was auch Kreml-Experten wissen, ist, es gibt mindestens zwei Doppelgänger. Codename dafür ist Deux, das kommt aus dem Französischen und bedeutet im Kartenspiel so viel wie die zweite Karte, der zweite obere, also die Nummer zwei eigentlich. Das ist der Codename, unter dem der Kreml die verschiedenen Putins abhandelt. Und jetzt schauen wir doch mal weiter. Gucken wir einfach mal, hier haben wir jetzt schon wieder drei Wladimir Putins. Also der Kremlführer, die Frage ist, wer ist Wladimir Putin und vor allem wie viele? Auch hier haben wir ganz eindeutig unterschiedliche Positionen. Das Kinn, wenn wir das mal gucken, das sind wirklich Unterschiede, die können klarer nicht sein. Hier haben wir so fast schon wie bei einem Truthahn in diesem Mittelbild. Das flackert und das wackelt. Wladimir Putin, der bekannt dafür ist, dass er wirklich Botox nutzt und sich auch operieren lässt. Hier sehen wir einen straffen Hals. Hier sehen wir das Modell Truthahn. Und hier sehen wir einfach nur das Modell alter Mann. Das hier ist in Mariupol. Das ist auf der Krim und das ist der echte Putin. Gehen wir mal weiter. Schauen wir uns mal Bilder an. Wladimir Putin und der Gang. Wir sehen auf der Außenseite da mit den Fahnen, das ist der echte Wladimir Putin. Das ist ein Putin, den uns das russische Staatsfernsehen angeblich in besetzten Gebieten zeigt. Das sind unterschiedliche Arten zu gehen. Das sind unterschiedliche Arten, sich zu bewegen. Das sind wieder mal zwei verschiedene Wladimir Putins. Aber der Kreml besteht darauf. Peskow, der Sprecher von Wladimir Putin, hat in dieser Woche gesagt, Wladimir Putin ist immer Wladimir Putin, wenn er da ist. Es gibt keine Doubles. So, wir lachen weiter und gucken uns vor allem weiterhin Bilder an von Wladimir Putin. Das hier ist eine Aufnahme von einer Beerdigung in der Stadt Ufa. Ufa, das ist die Hauptstadt von Baschkortostan. Müssen wir nicht kennen, ist aber trotzdem eine ganz wichtige Teilrepublik der Russischen Föderation. Da ist der Präsident gestorben. Den kannte Wladimir Putin relativ gut. Man sollte meinen, dass zur Beerdigung dann auch der Putin anreist. Ist er angereist? Nein, das hier ist nicht der Wladimir Putin, den wir sonst kennen. Wir erkennen auch hier wieder die Falten, die wir woanders nicht sehen. Wir sehen Schlupflider, die wir woanders nicht sehen. Wir sehen einen Mund mit einer relativ hängenden Oberlippe. Die ist nicht wie bei Wladimir Putin, der auch Botox und Hyaluron nimmt, ein bisschen hoch und ein bisschen schmollig, sondern das ist eine schmale Lippe. Also, Wladimir Putin mag Herrn Xi empfangen, den Präsidenten von China, aber alles, was abwärts geht, da kommt dann die Travestie, da kommen die Doppelgänger. Hier
haben wir Wladimir Putin, der plötzlich in der Moskauer Lomonossow-Universität auftaucht. Auch das war im Januar. Wir erinnern uns mal zurück. Wladimir Putin und die verdammt langen Tische. Wladimir Putin saß mit allen möglichen Leuten immer so weit entfernt, weil er Angst vor Corona hat und weil Wladimir Putin Angst hat vor Kontaktgiften. Jetzt plötzlich taucht ein Wladimir Putin auf und stellt sich Schulter an Schulter. Wir zeigen das mal hier. Ganz eng steht Wladimir Putin plötzlich direkt zusammen mit Studenten. Natürlich alle gecastet, aber ganz eng. Kein Leibwächter, nichts. Der Mann, der wirklich Paranoia hat, der im Bunker lebt, der sich sonst kaum noch sehen lässt, der ist nur noch 3 bis 4 Stunden pro Woche überhaupt selbst im Kreml. Der steht plötzlich also in der Lomonossow-Universität in Moskau Schulter an Schulter mit Studenten. Und auch hier haben wir etwas Verdächtiges. Und zwar, gehen wir mal runter. Wladimir Putin und die Schuhe. Der Kreml-Knirps ist geschummelte 1,70 Meter groß. Jedenfalls ist das die offizielle Angabe. Wladimir Putin trägt sogenannte Wunder- oder Zauberschuhe. Berlusconi trägt die, der italienische Ministerpräsident, der ehemalige, auch Sarkozy, der ehemalige französische Staatschef. Alle diese Herren tragen Wunderschuhe. Das sind handgemachte Schuhe, die können wir uns mal genauer angucken. Die sind hier hinten höher gezogen, die haben den eigentlichen Hacken innen drinne. Früher hieß das in der ADAC-Motorwelt der Wunderschuh, 6 Zentimeter größer und keiner sieht's. Ja, aber jetzt gucken wir mal bitte den Kandidaten in der Lomonossow-Universität an. Was hat denn dieser Putin da für Schuhe an? Und dann sehen wir, nichts handgemacht, eher Botten aus dem Supermarkt und der Absatz, der hätte auch in die 70er Jahre reingepackt. Das Ding würde der echte Putin niemals tragen. Hier muss es das Double tragen, also die Putin-Travestie, der Putin-Klon. Der kommt mit richtigen Botten angelatscht. Wir ziehen nochmal zurück. Einfach. Na? Original. Richtig schöner, handgemachter Schuh. Innen drinne 3 cm Hacken. Sieht kein Mensch. Wirkt sich nur aufs Gehen aus. Das sieht man immer an Putins komischen Gang. Der geht so ein bisschen komisch. Das kommt von diesen Schuhen. Und jetzt wird es richtig komisch. Das, was wir hier links und rechts sehen, das soll Wladimir Putin sein. Auf Besuch im besetzten Mariupol und auf der besetzten Krim. So, jetzt fangen wir mal mit diesem Bild an. Das hier soll der Präsident der Russischen Föderation sein. Wladimir Putin, einer der reichsten Männer der Welt, der sich Schönheitsoperationen leisten kann, der alles haben kann. Und den sehen wir hier jetzt mit diesem komischen, angeflanschten Haarschopf. Also, wenn das die Haare von Wladimir Putin sind, wenn das die Ohren von Wladimir Putin sind, wenn das der Kopf von Wladimir Putin ist, dann bin auch ich Wladimir Putin. Das ist mitnichten Wladimir Putin. Was will uns die russische Propaganda mit diesem Bild eigentlich genau sagen? Dass nämlich Wladimir Putin in Mariupol oder sonst wo selber Auto fährt. Und dass Wladimir Putin, der ansonsten mit Pullman-Mercedes-Limousinen oder aber mit dem Aurus, mit diesem großen, selbstgebauten russischen Biest, also der hat ja auch so ein Auto wie der amerikanische Präsident, dass der jetzt plötzlich hier so einen billigen Toyota fährt und nicht auf dem Beifahrersitz, nicht hinten, nicht geschützt. Nein, Wladimir Putin fährt das Auto selbst. So viel zur Märchenstunde mit dem falschen Wladimir Putin. Gehen wir auf diesem Foto weiter. Das ist besagter Putin, der uns da angeboten worden ist von der russischen Propaganda. Und ich sag mal, 100 Euro für jeden, der in diesem Foto tatsächlich Wladimir Putin erkennt. Denn das Auge stimmt nicht. Die Nase stimmt nicht. Die Lippe, der Abstand von der Nasenwurzel runter zur Lippe, stimmt auch nicht. Diese Lippe ist übrigens eine Hängelippe. Es gibt Berichte darüber, die sind nicht bestätigt. Das ist wie immer Kreml-Astrologie. Aber es gibt Berichte darüber, dass bei einem der Doppelgänger eine OP schiefgelaufen ist. Die werden ja immer angeglichen. Also Nase muss ein bisschen aussehen, ein bisschen knorrig sein. Ohr muss ein bisschen so aussehen. Aber da ist eine OP wohl daneben gegangen, auch mit dem Lippenband. Und deswegen hängt bei dem einen Putin die Lippe etwas runter. Wenn wir da nochmal genau hingucken, dann sehen wir relativ viele Merkmale, die darauf hinweisen, woran man auch als Laie dann erkennen kann, ist das Putin oder nicht. Schauen wir uns die Haarlinie an. Die ist bei den verschiedenen Putins unterschiedlich. Hier drauf achten, Schlupflid, sehr starkes Schlupflid. Putin hat ganz leichte Schlupflider, aber nicht so große. Ohrläppchen, hier der Ansatz, diese Falte. Man kann Ohren nicht fälschen. Es gibt in bestimmten Landeskriminalämtern in Deutschland sogar Ohrabdruckdateien, weil ein Ohrabdruck ist wie ein Fingerabdruck. Und der Dieb, der Einbrecher, kommt ja, hat die Handschuhe an. Und was macht er, wenn er an der Tür lauschen möchte, ob da jemand ist? Der legt das Ohr an die Tür, hinterlässt einen Abdruck. Und der ist wie ein Fingerabdruck. Deswegen greifen Kriminaltechniker relativ häufig auf Ohrabdrücke zurück. Und diesen Test hält dieses Ohr nicht stand. Schauen wir noch einmal auf Best of Wladimir Putin. Kremlführer, wir merken uns also, ne, diese Merkmale hier.
Wer also jetzt in der Kneipe abends oder am Wochenende bei Sonnenschein draußen irgendjemand erklären möchte, wer Wladimir Putin wirklich ist und wie viele es gibt, das sind die untrüglichen Merkmale. Daran erkennen wir Wladimir Putin 1, 2 und 3.